In dem heutigen Video möchte ich euch erklären, warum für die Porträtfotografie die Panasonic Lumix G81 nicht die beste Wahl ist. Ich möchte euch heute von meinem letzten Fotoshooting erzählen, was gleichzeitig auch mein erstes Porträtshooting war. Ich habe mich mit der Bekannten verabredet im Hotel Block, das ist in Ingolstadt, und habe wie immer meine G81 dabei gehabt und zwei Objektive. Einmal das Sigma 56mm und das Olympus 25mm. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, warum 25mm Objektiv? Ja, mit dem MFT-Sensor ist es natürlich das Thema, dass du eine effektive Brennweite dann von 50mm hast. Und auf kleinem Rauf, in der Bar zum Beispiel, dann wird es mit dem 56mm Sigma schon wirklich eng. Da musst du schon sehr weit zurückgehen, damit du das ganze Objektiv drin hast. Und das bringt mich auch schon zum ersten Problem. Und das ist zwar die Sensorgröße. Durch den MFT-Sensor hast du effektiv eine doppelte Brennweite. Das heißt, wie ich schon erwähnt habe, 25mm ist wie ein 50mm. Also du musst auf jeden Fall entsprechend Platz haben, damit du entsprechend das Motiv auch abbilden kannst. Zweiter Punkt, was ich jetzt allerdings nicht so tragisch fand, ist der Bokeh-Effekt. Also man kann schon richtig schön freistellen, funktioniert nicht ganz so gut wie ein Vollformat-Sensor, aber ich würde sagen, es ist okay. Für den Einstieg reicht es auf jeden Fall. Das größte Problem an der ganzen Geschichte oder an dem Shooting war der Augenfokus. Also ich habe es mit der G81 und mit dem Olympus 25mm Objektiv so gut wie nicht geschafft, dass der Augenfokus funktioniert hat. Gesicht habe ich ab und zu erkannt, aber ansonsten habe ich immer mit dem Einfeld-Fokus-System habe ich immer das Feld schieben müssen, schauen, dass ich das Gesicht irgendwie erwische. Das war schon richtig anstrengend. Und je nachdem, wie sich natürlich das Model bewegt, hast du mal das Kinn im Fokus oder hast du mal die Nase im Fokus. Also das war wirklich anstrengend und hat auch das Shooting unendlich verzögert. Ja, also wenn du 5-mal abdrückst, bist du immer unsicher. Der 6., 7. Shot sitzt dann irgendwann, das dauert halt einfach. Ne? Ich benutze ja normalerweise die G81 für die Landschafts- und Naturfotografie, und da ist es eine super Kamera, super kompakt, super leicht, ganz einfach zum Mitnehmen, und da kommen auch ganz tolle Bilder raus. Bei der Porträtfotografie merkt man es dann schon. Also wie gesagt, der kleine Sensor in Verbindung mit dem schlechten Augenfokus, der eigentlich so gut wie nicht funktioniert. Und dann bist du bei dem Shooting immer mit dem Einfeldfokus am Rumschieben, gucken, schaust, dass jemand das Gesicht erwischt. Das ist schon sehr anstrengend. Das hat auch das Shooting unnötig in die Länge gezogen. Wenn du 5-mal abdrückst und denkst, ja, könnte passen, ist nicht, wartest doch nochmal auf den Augenfokus, ob er kommt, dann stellst du auch wieder mal um, wenn es ist. Das war schon sehr anstrengend. Also, als Fazit würde ich sagen, G81, Landschaftsfotografie draußen, Blumen, Makro, ganz, ganz tolle Kamera, macht sehr viel Spaß. In der Porträtfotografie, wenn das Licht ein bisschen schwieriger ist, wenn es dunkel ist, ist es ein Thema. Da würde ich mir dann noch überlegen, eine andere Kamera einzusetzen. Hinzu kommt noch, dass eben das mit dem Bokeh dann auch nicht mehr so schön rauskommt mit diesem kleinen Sensor wie auf der Vollformatkamera. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm und nicht so tragisch. Da kann man auch im Post noch einiges machen. Aber das mit dem Augenfokus, das war echt anstrengend. Also bis du da den Fokus hattest, das hat mich echt Nerven gekostet. Letztendlich hat das Shooting doch
okay funktioniert. Und wir haben ein paar echt schöne Bilder rausgezogen. Aber das war auf jeden Fall ein interessantes Lessons learned. Und ich hoffe, es hilft dir auch weiter als Fotografie-Einsteiger. Also wenn du dir mal Porträts machen willst oder Lowlights, dann würde ich keinen MFT-Sensor benutzen oder keine MFT-Kamera, beziehungsweise auch keine G81, da die Augenerkennung einfach nicht gut funktioniert. So, ich hoffe, dir hat das Video geholfen und es hilft dir ein bisschen, wenn du in die Fotografie einsteigst. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen oder vielleicht über ein Abo und hoffentlich sehen wir uns dann die Tage bei meinem nächsten Video. Tschüss!